Dieses kleine Haus auf dem Killesberg in Stuttgart betraten wir im Januar 1963, um den 79-jährigen Theodor Heuss zu besuchen. In eine Welt der Erinnerung, umgeben von Büchern, hatte sich jener Mann zurückgezogen, der 10 Jahre lang als lebendiges Vorbild im höchsten Amt der Bundesrepublik gültige Maßstäbe für eine junge Demokratie gefunden und eine missachtete Nation zu neuem Ansehen in der Welt geführt hat. Der Tod unterbrach die Arbeit seiner letzten Jahre. Der zweite Band seiner Memoiren ist ungeschrieben geblieben. Sein unbestechlicher Wille zum Ausgleich hat ihm die Achtung aller gesichert. In der Stunde der Trauer kamen Tausende zu dem Gebäude des Landtags in Stuttgart, um von Theodor Heuss Abschied zu nehmen. Bei einem Staatstrauerakt würdigte Heinrich Lübke, der das Amt von Theodor Heuss als verpflichtendes Erbe übernommen hat, die Verdienste des ersten deutschen Bundespräsidenten. Er stärkt in unserem Volke das Gefühl, dass es mit dem Staatsoberhaupt wieder seinen deutschen Staat zurückerhalten hatte. Vieles von dem, was während seiner Amtszeit geworden ist, haben wir ihm zu danken. Unlösbar bleibt auch sein Name verbunden mit dem Wiederaufstieg des deutschen Volkes im freien Teil des Vaterlandes aus der Not der Nachkriegszeit. In der Stiftskirche hielt Altlandesbischof Dr. Martin Haug die Andacht. Von den nächsten Angehörigen und den höchsten Repräsentanten des öffentlichen Lebens begleitet, begann Theodor Heuss seinen Weg zur letzten Ruhestätte. Die vielen, die an den Straßen in stummer Trauer verharrten, haben einen Mitbürger verloren, der sachlich, aber mit menschlicher Wärme seinen Aufgaben nachging. Auf dem Stuttgarter Waldfriedhof, an der Seite seiner 1952 verstorbenen Gattin Elli Heuss-Knapp, wurde Theodor Heuss in aller Stille beigesetzt.